So, was geht, Leute? Wie soll es auch anders sein? Erstmal gibt es natürlich ein paar Kleinigkeiten, ein paar News zu Mois. Und danach gehen wir in ein prickelndes, Podcast-Interview, wie auch immer, wie man das nennen möchte, von Manuelsen rein, wo schön abgelästert wird über alle möglichen Leute. Let's go. Mois wurden Handschellen angelegt, weil er, durch eine Fake-E-Mail richtig auseinandergenommen wurde. Laut seiner Aussage 100 Soldaten dieses Mal haben ihn diesmal attackiert. Das ist nicht zum Lachen, aber ich finde es immer witzig, wie übertrieben wird mit 100 und 1000 und 1 Million Leute, aber gut. Und dazu gab es noch Dokumente und das hat er auch übersetzen lassen auf Englisch und ich habe das Ganze nochmal auf Deutsch für euch übersetzen lassen und da hören wir jetzt mal rein. Ein unbekannter Täter sandte am 17. August 2024 um 17:45 von einem unbekannten Ort eine E-Mail von der Adresse zelenkan.asanov@email.eu an die E-Mail-Adresse kones.vienna@mzv.sk. die von der Botschaft der Slowakischen Republik in Wien, Republik Österreich, verwendet wird. Die Nachricht wurde anschließend an den Verbindungsoffizier der slowakischen Polizei in Wien, Republik Österreich, weitergeleitet. In der Folgende stand: Guten Tag, mein Name ist Zelenkan Asanov und ich trage mein Sturmgewehr bei mir. Boah, das ist also, wie das schon anfängt. Ich trage mein Sturmgewehr mit mir, leck mich am Arsch. Boah, also Leute, das ist schon eine sehr abgefuckte E-Mail, gell? Kann man jeder sagen, was er will, aber das... Die Nachricht wurde anschließend an den Verbindungsoffizier der slowakischen Polizei in Wien, Republik Österreich, weitergeleitet. In der Folgende stand: Guten Tag, mein Name ist Zelenkan Asanov und ich trage mein Sturmgewehr bei mir. Ich wohne in der Wohnung mit der Adresse Pribinova 30, 82109 Bratislava. Um 18 Uhr werde ich anfangen, auf alles und jeden zu schießen. Boah, das ist irre, Leute, das ist richtig irre. Aber auch krass, gell, wie er seine Adresse vorher hinschreibt und die Beamten müssen dem nachgehen, ist ja klar, ist ja voll klar. So, hallo, mein Name ist so und so, ich trage ein Dings mit mir, ich wohne dort und dort, ich werde dann und dann das machen. Wahnsinn, Wahnsinn. Die Leute, die das verfasst haben, wie gesagt, Mois mag ja ein schlechter Mensch sein, jeder hat seine guten und schlechten Seiten, was er auch immer macht, aber ich finde, das ist... Also für mich persönlich, das ist für mich irre. Das geht für mich viel zu weit. Um 18 Uhr werde ich anfangen, auf alles und jeden zu schießen. Ich werde ins Stadtzentrum gehen und dort anfangen, Menschen zu erschießen. Dies wird die letzte Nachricht sein, die Sie erhalten werden. Es wird blutig. Allahu Akbar. Hauptsache am Ende noch Allahu Akbar Dings schreiben. Perfekt. Allahu Akbar. Die genannte E-Mail wurde in einer Weise an die slowakische Polizei gesandt, die geeignet war, Panik unter den Mitarbeitern des Außenministeriums der Slowakischen Republik zu verbreiten und möglicherweise die Umsetzung von Notfallmaßnahmen durch die Sicherheitskräfte der Slowakischen Republik zur Evakuierung eines bestimmten Ortes auszulösen. Hinweis: Gegen diese Entscheidung ist kein Rechtsmittel zulässig. Ermittler der Polizeibehörde, SGT, Robert Paulicki. Tja, das war das auf jeden Fall. Das war der Brief, damit wir da auch mal reingehört haben. So, jetzt gehen wir nochmal zu der Telegram-Gruppe von dem. Da hat er nochmal ein paar Sachen verfasst. Achso, auch wenn das jetzt eine 10 Minuten Fake-Mail war, aus der das geschickt wurde, die deutsche, österreichische, italienische Regierung haben sich heute auch mit denen zusammengeschlossen, weil das ein Sammelfall war. Ich wurde jetzt eingetragen als Opfer des Swattings und so. Und jetzt gleich, du, dann gehe ich auf TikTok. Achso, auch wenn das... Ups. Das hat sich zwar sehr, sehr bündig angehört, aber ich habe mich verklickt. Und die haben jetzt ein paar Tweets gefunden und Zerschneidungen mit privaten Accounts. Die aus Österreich haben die gefunden. Und ich weiß, dass du hier auch in den Chat bist. Einer, der diese 21 Lachsmiles gerade gebottet hat. Das bist genau du. Ich werde deine hässliche Mutter... Selbst wenn du Militär 100 Mal schickst, ich f*** deine Mutter, du Hurensohn. Danach warte ich, bis du aus Knast kommst, damit ich dich tot. Und jetzt gleich, du Hurensohn, gehe ich auf TikTok live und verdiene Geld seiner Mutter, du Hurensohn. Du kleiner Hurensohn. Okay, also er ist sehr, sehr aufgebracht, was auch verständlich ist. Also der ist jetzt als Opfer eingetragen worden in diese, was weiß ich, die haben ihn jetzt einfach eingetragen, dass halt so Faxen mit ihm gemacht werden, mit seinem Namen. Da bin ich mal gespannt. Ich denke eher, dass es sehr schnell ignoriert werden könnte, auch wenn es eingetragen ist, dass sowas bei ihm gemacht wird, weil wenn diese E-Mails so krass, ihr habt ja selber gehört, wie die verfasst worden sind, wenn das so krass verfasst wurde,
dann kann es sehr gut sein, dass die da wirklich kein Pardon machen, ob eingetragen wurde oder nicht. Es gibt halt noch ganz kleine Szenen, wo man ihn halt in Handschellen sieht, wirklich 2 Sekunden. Dann sieht man beim anderen 3 Sekunden, wie er seine Hand zeigt, die ein bisschen verletzt ist. Ja, ja, ist noch, sage ich mal, gut für ihn ausgegangen, die ganze Geschichte, ne? Hätte auch ganz anders ausgehen können, muss man hier sagen. Ich weiß es selber aus eigener Erfahrung, was passieren kann, wenn nicht mal Soldaten, ich rede von normaler Polizei, was da alles abgehen kann, wie krass man sich verletzen kann. Dann hat noch auf jeden Fall hier der Coach Frankie, wie soll es auch anders sein, sich zu dieser Thematik geäußert. Gucken wir mal. Mit einem sehr, sehr interessanten Statement zum Beef zwischen Bolo und Ahmed Patron. Eure Meinung, zieht's euch rein und viel Spaß. Jeder würde es verstehen. Jeder Mensch auf der Welt. Alle ein Herzchen bitte rein. Jemanden zu schlagen ist okay. Jemanden das zu machen ist okay. Nein, jemanden zu schlagen ist nicht okay. Wie falsch. Nein, ist nicht okay. Ist Mythen, jemand mit Reichweite. Und was passiert? Vollort, am nächsten Tag hat er seinen Song veröffentlicht. Ja? Und ein V-Mann bist du erst, wenn du zur Organisation dazugehörst. Wie kann man nur so dumm sein? Ja? Die normalerweise. Nein, muss man auch nicht. Du kannst auch so ein V-Mann sein, aber egal. Intern bleiben sollen. Aber er gehört nicht zu der Gruppe. Ich bin niemals ein V-Mann. Hör zu, er hat bei dieser Sache jedes Recht. Die haben ihr Recht verspielt auf Loyalität und Schweigsamkeit. Alle ein Herzchen rein. Ach, man hält normalerweise seinen Mund, aber da ist verspielt diese Karte. Das macht man nicht. Wahre Männer packen ein, sagen, weißt du was? Komm, wir machen einen Kreis, 1-1. So. Ja, mir aus hätte Follow gesagt, schnapp dir jeden Zyklopen. Diese drittklassigen, koksenden Schläger. Komm, schnapp dir jeden. Das ist ein bisschen männlicher. Immer, wir haben privat miteinander zu tun, immer. Ja, Ahmed Patron ist ein er unterhält Menschen. Er unterhält Menschen. Er ist keiner, der hier mit Clans rumhängt oder so. Ja, dann muss der Ahmed Patron, muss dann auf jeden Fall auch dementsprechend die Leute nicht beleidigen im Internet und keine Ansagen verteilen. Ganz einfach. Dann passiert auch sowas nicht. Wenn er einfach nur unterhält und es ganz klar zeigt, dass das Ganze Spaß ist, dann ist das nochmal eine ganz andere Schiene. Versteht ihr, was ich meine? Das ist was ganz anderes, als wenn er die direkt wirklich frontet, ohne was abgeklärt zu haben und beleidigt. Und dann diese ganzen Faxen, da braucht auch kein Coach Frankie jetzt am Ende zu kommen und jetzt den Moralapostel spielen. Nein, Digga. Und seine Worte sowieso, der ist total so eine ganz eigenartige Person. Coach Frankie ist eine ganz eigenartige Figur. Wirklich. Der tut so krasse, polarisierende, falsche, gefährliche teilweise Aussagen treffen, wo wirklich man seinen Kopf nur schütteln muss. Hart. So, das wissen die Leute, das wissen sie. Ja, und was machen sie? Sie picken sich einfach irgendjemanden raus, ja? Das Lied ist komplett scheiße, ja? Also, auf jeden Fall, ja, Mann. Also, die äffen da Pablo Escobar nach. Wie peinlich, Mann, ja? Wie kann man nur so viel koksen, dass man die Realität verliert, ja? Also, das hätten sie sonst mit niemand anders gemacht. Hätten sie das mit Yasser Abou-Chaker gemacht, bei so viel Scheiße, wie der redet, ja? Hätten sie das mit irgendjemandem, noch nicht mal mit Barreto trauen sie sich das, ja? So, verstehst du? Deswegen, ja, sie schnappen sich jemand, der sowieso eine große Klappe hat und der sehr viel, wo alle sagen, ja, hat er verdient. Das ist aber Quatsch, ja? Warum guckt der Ahmed Patron zu? In Wahrheit guckt er alle zu, liked er alle seine Beiträge, ja? Meine Denke, wenn ich daran denke. Aber mal im Ernst, Leute, mit 25 Jahren, ne? Also Ahmed Patron hier, der hier, der links ist 25 Jahre alt. Der sollte sich mal langsam Gedanken machen, wie er sich in der Öffentlichkeit generell verhält. Weil ich wünsche niemandem, dass er gepackt wird, irgendwie hier irgendwas angezogen wird und gedemütigt wird. Das wünsche ich niemandem. Oder unterdrückt wird, ich wünsche das gar niemanden. Aber man muss hier ganz klar Grenzen setzen. Geh so weit du kannst und nicht weiter. Wenn du dann mit fremden Eiern irgendwie weiterkommen musst, weil du nicht alleine kannst, dann ist schon da was falsch. Und ist bei sehr, sehr vielen Leuten falsch. Weil viele Leute können nicht für sich selber sprechen. Sie reden, aber im Hintergrund haben sie dann sehr viele Leute so im Petto. Die denjenigen aber dann auch unterdrücken. Versteht ihr, was ich meine? Also, es ist total eine Wirrwarr, total eine verrückte Welt für nichts und wieder nichts. Wenn ihr nichts sagen könnt, in eigenem Namen, wofür ihr selber steht, dann haltet die Fresse. Und das ist allgemein, geht dies nicht nur an den Ahmed Patron. Es geht allgemein an die Leute. Ich denke, dass Arafat ein Kleid anziehen müsste, würde ich ihm nicht antun. Ich würde ihm das nicht antun, weil ich an seine Familie, an seine Frau denke. Niemals, ja? Ja, zum Beispiel, weißt du was? Nein, er soll einfach denken, dass er einen ehrenhaften Feind hat. Er hat einen Feind, der, wenn jemand auf dem Boden liegt, sagt, komm, steh auf. Am Dachschaden. Ja, ist egal. Mein Lieber. Der hat schon ein bisschen was von Wolverine, gell? Der Coach Frankie. Kleiner Wolverine. Hast du irgendwas auf dem Herzen? Nein, nein, alles gut. Ich wünsche dir alles Gute, Coach Frankie. Bleib gesund. Ahmed, bleib einfach immer live. Bleib bei deiner Truppe einfach. Ja, immer bei deiner Community. Geh gar nicht mehr offline, Ahmed. Geh gar nicht mehr offline. Geh dauerhaft online, genau.
Und merk dir eine Sache, die Leute, die dich mitgenommen haben, Bruder, die sind alle abhängig finanziell vom anderen. Sie fahren die Autos vom Kollegen. Ja, ich weiß. Alles ist Verarschung. Irgendeiner sitzt über dem Bruder und kontrolliert sie, wie kleine Kinder. Ja. Und das, was sie machen, sind kleine Tütchen. Das, was sie tun, sind kleine Tütchen verkaufen. Mehr nicht. Ja. Ja? Würden sie wirklich Männer sein, würden sie einen schnappen mit Macht und großen Namen. Auf so Gringo und so auf Kleid anziehen, Bruder, aber was hast du getan? Geht's hier um eine Tonne Weißes, um was geht's? Ja? Sollen die das machen mit Marokkanern? Sollen die das machen mit jemandem, der Namen hat? In Holland, in Schweden, hier in Deutschland? Nein, das wird natürlich nicht mit so Leuten gemacht, kannst du knicken. Denn man muss hier fairerweise sagen, ich will ja auch diesen Ahmed hier keineswegs irgendwie in Schutz nehmen, aber es wird immer mit den Leuten gemacht irgendwo, mit denen man das machen kann. Darf man hierbei nicht vergessen. Deutschland. Ja. Sollen die mal Sambra mitnehmen oder ein Sido oder ein Bushido so mitnehmen? Ja. Also, mein lieber, Salam alaikum. Alaikum salam. Und jetzt kommen wir zu etwas ganz Knusprigen. Hier werden ganz wilde Aussagen getätigt, auf jeden Fall, von Manuelsen. Der mir, ganz ehrlich, am Arsch vorbeigeht. Manuelsen, wenn du das siehst, du gehst mir am Arsch vorbei. Dass wir sie abschieben sollten, finde ich ein bisschen hart geurteilt. Und ein bisschen auch unclever ausgedrückt, weil letztendlich, wir kommen hier aus einem Kulturkreis, den wir selber kreiert haben, okay? Wir haben der Straße im Ruhrgebiet ein Gesicht gegeben und vor allem eine Stimme gegeben, okay? Und es ist töricht zu denken, dass jeder dir dafür dankt oder dass jeder gut findet. Aber zu sagen, schickt Leute ins Exil ohne Familie, ohne Gucken, ohne rechts, ohne links, nur weil sie sich hier ein bisschen daneben benehmen, finde ich ein bisschen hart geurteilt. Guck mal, wenn jemand sich daneben benimmt oder wenn jemand Scheiße baut, egal ob er deutsch oder ausländisch ist, ne, dann, es gibt doch, ist, wir leben doch in einem Rechtsstaat hier, okay? Und dann kriegen wir die meisten Sachen auch geregelt. Ich peile nicht ganz den Zusammenhang, ehrlich gesagt. Gerade peile ich nicht den Zusammenhang. Meint er generell Abschiebung? Es kommt drauf an, was derjenige getan hat. Ich bin schon für Abschiebung, doch. Wenn derjenige sich nicht benehmen kann und ihn nur Scheiße baut und sehr kriminelle Sachen macht, dann hat er hier nichts zu suchen, ganz einfach. Egal, woher der kommt, egal, wie derjenige aussieht, was für ein Land der vertritt oder was auch immer. Oder Religion, das ist uninteressant. Wer sich nicht benehmen kann, kann sich verpissen, ganz einfach. Und das würde ich als Land nicht anders machen, wenn ich die Macht hätte. Ist doch logisch. Wer sich nicht bei mir zu Hause benehmen kann, raus, hast du gelitten. Dann sollen sich deine Leute damit abfinden, beziehungsweise sich darum kümmern, um den Abfall. Wieso muss ich mich darum kümmern? Ganz einfache Logik. Eigentlich alles geregelt. Bedeutet jetzt aber eigentlich nicht, dass man jetzt Selbstjustiz Nein, ich meine ja nicht Selbstjustiz. Warum ist ja nicht Selbstjustiz? Wenn ich mich jetzt mit Person A, ich bin A und ich streite mich mit Person B. Ja. Ne? Und wir streiten uns und wir keilen uns. Mhm. Dann muss ich nicht zur Polizei rennen und sagen, ja, gerade ist das und das passiert und so passiert, könnt ihr bitte hingehen und den festnehmen. Nur weil so Schlaumeier wie Animus, die davon noch nie Ahnung gehabt haben, sich darüber belustigen und sagen, ja, ich hasse Kanaken. Aber warum denn? Wenn derjenige einfach nur seine Rechte wahrnimmt, dann ist das halt so. Der muss ja nicht unbedingt Gangster sein. Also ich küsse euer Herz. Wer von euch hat denn wirklich gedacht, dass Animus jetzt wirklich ein Gangster ist oder sonstiges? Wer hätte denn gedacht, dass Animus ein Gangster ist? Ich bitte euch, als er früher auch in der Nordi gechillt hat oder sonstiges, mit den ganzen Leuten hier gechillt hat, Musik gemacht hat, jeder wusste hier in Frankfurt, er ist Musiker. Punkt. Der hat ein bisschen mit Straßenleuten zu tun. Punkt. Das war's. Das ist so befremdlich und das ist so unschön und unsympathisch und so unklug ausgedrückt, dass... Ja, aber das hat ja einen Sinn, was er da macht. Er verfolgt ja eine bestimmte Agenda. Was ist diese Agenda? Diese Agenda ist einfach, die Schiene komplett zu wechseln, auch wenn es eigentlich gar nicht gerade angemessen ist, Bruder. Da ist Pfand da drin, ne? Ja. So, nochmal. Guck mal, mein Bruder, die Sache ist, man muss ja sagen, wenn man... Ja, ich verstehe, was der Kollege hier sagt, lieber Manuelsen, ich verstehe es. Es könnte natürlich kalkuliert sein, dass er sagt, okay, es hat nicht so geklappt auf diese Schiene, also gehe ich jetzt auf die andere Schiene mit Bushido. Aber es könnte ja auch sein, dass er einfach nur nachgedacht hat, dass es nichts für ihn ist. Dass er, wie gesagt, genug davon hat, wie auch schon unzählige Male, glaube ich, gesagt hat, Animus. Dass er einfach genug davon hat und keinen Bock mehr hat. Das ist eher so plausibler. Man Animus von früher sieht auch alte Musikvideos und so, Bruder. Oder zu der Zeit, wo der mit dir war, ich hatte das Gefühl, der war ein Mann, Bruder. Ja. So, von außen. Hat ich auch. So, weißt du, das ist mein Bruder. Ja. Und nach hat sich, glaube ich, die Agenda geändert. Sorry, aber was die Leute heutzutage als Mann abstempeln, beziehungsweise was die als Mann ansehen, wenn man auf Testo ist oder sonstiges und dann ein bisschen rumprallt, das ist für euch ein Mann? Das ist für euch ein Mann? Okay, alles klar. Wo er dann in Richtung anderes Camp, er ist guter Junge gegangen ist.
Und da ist ja irgendwie allgemein die Agenda mittlerweile so sehr nah mit dem Staat, viel mit der Polizei, viel Kooperation, viel dieses, was die Hood, womit die groß geworden sind, jetzt abtreten. Jeder bis zu einem, also fast alle bis zu einem bestimmten Grad sind, sag ich mal, Straßengangster und betiteln sich so im Deutsch-Rap-Jargon, ne? Aber ich glaube, ich habe selten gesehen, dass wirklich jemand stramm und stabil war und wirklich nichts dergleichen gemacht hat und auf seiner Linie geblieben ist. Und ich möchte mit niemandem auf dem Finger zeigen, also mit dem Finger auf niemanden zeigen, aber es ist in Ordnung. Jeder, der gerne den ehrlichen, geraden Weg gehen möchte, soll es machen, begrüße ich. Ja, dann soll er den Rücken kehren, aber wie gesagt, hier ist nichts geschehen. Das ist nicht irgendwie eine Straßensache und keine Ahnung was. Reden hier von einer Ohrfeige oder drei Ohrfeigen oder Schlägen, die nicht mal Manuelsen selber gemacht hat, angeblich. Wisst ihr, was ich meine? Von was reden wir hier? Wir müssen nicht von Kredibilität oder so hier quatschen oder was weiß ich was, Straße, Gang. Bruder, 2026 wird immer noch darüber philosophiert, habe ich das Gefühl. Das, womit die ihre Legacy aufgebaut haben, wofür die damals gestanden haben, das so langsam alles abtreten, Bruder. Aber die Leute vermitteln dieses Gefühl, dass sie sagen, dass das zum Erwachsenwerden dazugehört. Zum Erwachsenwerden dazugehört oder zum anständiger Bürger sein oder zum Familienvater sein gehört dazu, Leute bei der Polizei anzuscheißen. Weißt du, Manuelsen, es gehört noch viel mehr dazu. Viel mehr dazu. Wenn du von die ganze Zeit von Straße redest, von nicht zur Polizei gehen, dazu gehört noch viele charakterliche Eigenschaften. Da sollte man erstmal beginnen, bevor man irgendwas von Kodex, Modex und so ein Quatsch redet. Die meisten Leute auf der Straße, die meisten fangen an zu reden. Und das sage ich aus erster Hand. Die meisten Leute sind drinnen, weil sie verraten wurden. Aber das ist eine Charaktereigenschaft. Egoismus, das hat sehr, sehr viele Eigenschaften, die sich einfach mit der Zeit bei diesen Menschen zeigen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das, was ich bis jetzt von dir gesehen habe, ist jetzt nicht unbedingt, dass du zur Polizei gehen würdest, aber menschlich gesehen kann ich nur sagen, bist du für mich voll charakterlich komplett ekelhaft und durch. Anders formuliert, du hast mehrere Gesichter und das ist richtig uncool und unmännlich. So, weißt du, meine, die denken, das gehört zum guten Ton. Nein, ich arbeite alles nur noch mit Polizei. Ich moonwalke in die Polizeistation ja. Und wie jeder das alles macht. Ja, mach's halt. Ja, aber wieso geht er zur Polizei, Bruder? Weil egal an welchem Tisch er sitzt und welcher Tisch aufgemacht wird, er wird am Ende des Tages als Verlierer da aufstehen. Und genau deswegen macht er keine Tische mehr und geht direkt zur Polizei, mein Bruder. Denn, du weißt, Tisch ist immer mit Hack, Bruder. Und das ist auch das Gesetz hier, Bruder. Wir sind immer mit dem Recht, Bruder. Und immer mit demjenigen, der gerade im Recht ist, Bruder, im Hack ist, Bruder. Und wenn du eine Person da hast, die nie im Hack ist, Bruder, wie soll er an einem Tisch sich rechtfertigen? Weißt du, was ich meine? Deswegen geht er direkt zur Polizei und deswegen muss er auch seine Agenda ändern. Und deswegen hat er auch gemerkt, der Film von damals zieht nicht mehr und wir müssen jetzt eine andere Schiene gehen. Aber die ist auch geplatzt. Guck mal, selbst das ist noch nicht mal schlimm. Guck mal, wenn jetzt jemand diese Kulturkreise verlassen will. Ja, und kann sich, er doch. Ja, kann er ja. Ist ja auch sein gutes Recht. Es wäre auch noch nicht mal schlimm. Mhm. Aber dass er dann geht und Leute wie uns versucht zu belächeln in der Öffentlichkeit. Zu diskreditieren. Und zu diskreditieren, das ist das Verwerfliche. Ja, das stimmt. Das ist verwerflich. Weil oh. Das ist wirklich verwerflich. Vor allem, also ihr habt ihn doch schon, beziehungsweise Manuelsen, du hast ihn doch mehr als gedemütigt schon. Nicht nur mit Worten, sondern auch, wir wissen ja alle, was geschehen ist. Das reicht doch vollkommen aus. Und wenn man das auf die Waage legt, denke ich mal, dass das mehr wiegt, dass du mehr Unrecht angetan hast, als umgekehrt. Und es ist nochmal eine andere Sache, darüber zu stehen und anders die Sachen zu handeln. Nicht zur Polizei gehen, damit meine ich jetzt nicht das. Aber man kann so Sachen auch anders handeln. Als erwachsener, gestandener Mann, der viel Lebenserfahrung hat. Aber bei jeder Kleinigkeit auszurasten? Ich glaube nicht, dass irgendeine Frau wirklich möchte, dass du hingehst und ihn hinter die Löffel haust, also ein paar hinter die Löffeln gibst, damit er quasi ja als gedemütigte Person in der Öffentlichkeit steht, wie du es gemacht hast, dass sich dann eine Frau sagt, oh cool, das ist jetzt ein richtiger Mann. Das glaube ich eher weniger. Und wenn, dann stimmt etwas mit der Frau nicht, meiner Meinung nach. Und wenn wir schon die ganze Zeit von Männlichkeit reden, der Mann sollte auf jeden Fall dann genug Menschenverstand haben, um das nicht zu machen. Weil er vorher jeden Versuch da unternommen hat, da dazugehört zu gehören, da mit drinne zu sein, mit involviert zu sein, mit den Leuten zu sein. Man muss ja jetzt nicht nochmal drüber reden, wie seine Anfänge waren, Bruder. Das ist ja jetzt irrelevant. Habe ich doch letztens gesehen, was sagt er? Ja, da war eine Katze. Guck mal jetzt. Da war eine Katze
Und die hat einen Vogel, dies, das, irgendwas. Und der Vogel war unter der Erde. Und der Vogel hat zur Katze gesagt, helf mir raus. Und die Katze hat gegraben, hat den Vogel rausgeholt, hat ihn getötet und hat ihn dann gegessen. Hm. Fazit ist, nicht jeder, der dich in die Scheiße bringt, ist dein Feind. Und nicht jeder, der dir aus der Scheiße hilft, ist dein Freund. Hm. Willkommen auf der Straße. Ja, halt deine Fresse. Halt deine Fresse, bitte, ja. Was hast du denn gemacht, Bruder? Halt deine Fresse, ja. Ja. Bitte, ja, oder? Was laberst du da, ja? Was laberst du, Bruder? Was für eine Katze, was für ein Vogel, Bruder? Ja, muss eigentlich, was redest du da? Seine Metaphern sind so ein Ding für sich. Und er sagt so, mit so voll theatralischer Stimme, willkommen auf der Straße. Du weißt, was für ein Spinner das hat. Was man muss ja eins sagen, wortgewandt ist der. Wortgewandt ist der, Bruder. Ja, der da ist, kannst du sagen, ja, was du willst, Bruder. Der ist, er ist, ja, du weißt, was er ist? Er ist sehr gebildet. Ja. Er ist sehr gebildet, ne, aber er ist nicht smart. Smart ist er nicht, nein. Naja, es reicht auf jeden Fall dafür aus, dass sehr viele Leute seinen Podcast hören und das feiern. Ne? Ob Bushido da ist oder nicht. Er macht das ja ohne Bushido. Er macht es mit engen anderen Podcast-Partner. Es interessiert die Leute. Also so unsmart kann er dann auch wieder nicht sein. Und bis jetzt, auch wenn ich selber nicht unbedingt Berührungspunkte mit Animus hatte, hat jeder bis jetzt nur positiv geredet von seiner Richtung aus. Also in seine Richtung und kam auch von seiner Richtung, die mit ihm zu tun hatten, nur Positives. Also, nur einer halt nicht, ne? Du. Nein, er ist wortgewandt, er ist gebildet. Ja. Ich find's auch eigentlich ganz cool, dass Bushido Podcast macht und dass Animus rausgeht und Podcast macht, weil so zeigen die Leute selbst ihr eigenes Gesicht. Man muss gar nicht mehr viel dazu sagen, Bruder. Die Leute sehen selber, voila. Kennst du diese... Guck mal, Giat und ich, wir machen Podcast auf Eier. Auf nichts. Walla, auf Eier. Aber wir machen Podcast so viel doof. Wo haben wir stehen geblieben? Ja, diese ganze Tantana ist halt einfach Schwachsinn. Und, ja. Bruder, bist du von, wenn es um Animus geht, ne? Mhm. Bist du enttäuscht, mein Bruder? Im ersten Moment ja, mittlerweile nein. Scheiß einfach drauf. Aber? Das sind so Sachen so, im ersten Moment war ich so, wie konnte der, wie was, wie das, aber Bruder, scheiß drauf. Ich hasse ihn dafür, dass er mich in diese Situation, dass er mich bis in diese Situation gebracht hat. Mhm. Ne? Weil ich hab den ja wirklich gerne gehabt. Mhm. Ne, ich hab den wirklich, wirklich gern gehabt, Bruder. Ja, glaube ich. Ne? Glaube ich. Wallah, ich hab ihn sehr gerne gehabt, Bruder. So. Aber ich hab mir gedacht, warum bringst du es bis hier? Ja. Warum bringst du es bis hier? Falsche Moves, Bruder. Die ist zu gierig geworden. Aber zu seiner Verteidigung, Bruder, du weißt, immer wenn ich was sage, fangen die Leute an, das zu belächeln. Ist. Ja, warum aber? Der Tag kommt, dass sie mir wieder sagen, Manuel, aber du hast recht gehabt. Also kam meiner Meinung nach sehr, sehr selten vor, so gut wie gar nicht vor. Aber okay. Das war schon 4-5 Mal. Ja. Ne? Ja. Vielleicht glauben sie mir diesmal von Anfang an. Ja. Guck mal, normalerweise das, was er gemacht hat, diese Provokation mit ich bin hier und dies und das und diese aggressiven Streitanfangereien nach vorne. Ja. Das für sowas gab es eigentlich keine Grundlage. Weißt du, ich meine? Mhm. Ich weiß, ne? Ich kann es nicht beweisen, aber ich weiß, dass Leute ihn angeschoben haben und gesagt, schieß gegen den, mach gegen den, tu gegen den, wir sind mit dir, wir sind hinter dir. Wenn du machst, du kriegst so. Wenn du machst, wir machen so. Ich weiß das. Ist traurig, Verrat kommt wirklich meistens nur so aus den engeren Kreisen und das ist auch der einzige Verrat, der wehtut, Bruder. Ich mag mich irren, vielleicht habe ich ihn wirklich so sehr aufgeregt mit irgendwas, was ich gemacht habe, dass er dazu, aber normalerweise... Ja, anscheinend viele Sachen weiß er nicht. Viele, viele Sachen weiß Manuelsen nicht, wo er anderen Leuten einfach Unrecht tut, aber das tut er alles einfach abstempeln, ja, passiert und ich bin im Recht. Nein, du bist nicht im Recht. Du bist bei vielen Sachen nicht im Recht. Und es ist auch so eine narzisstische Ader bei ihm, der denkt gar nicht darüber großartig nach. Der guckt nur, wo er quasi im Recht ist, wo ihm Unrecht angetan wurde. Das macht er ganz groß. Aber anderen Leuten Unrecht antun, das ist kein Problem. Marvin California zum Beispiel, irgendwas behaupten über seine Familie, wo keinem was angeht. Keinem geht das was an. Irgendetwas behaupten mit seinen Kindern, mit seiner Frau und hin und her. Da ist alles in Ordnung. Das wird einfach Podcast, ey, in einem Saal einfach erzählt. Verstehst du? Das geht nicht. Aber das so da wieder abstempeln als, ja, ist halt passiert. Und jetzt eine Frage, ist er damit im Recht, wenn er anderen Leuten Unrecht antut? Nein, ganz klar nein. Warum? Nee. Er ist doch intellektuell, er kann doch ganz normal sprechen, er kann sich doch gut ausdrücken, er kann doch sagen, was sein Problem ist, Bruder. Anstatt solche Moves. Guck mal, das ist das immer auch immer, wo die Leute dann auf Intellekt und Intelligenz gehen und so, okay? Wenn die Leute so intelligent sind, Bruder, warum haben die diese Moves gemacht? Warum sind die heute da, wo die sind? Warum reden die so, wie die sind, Bruder? Das ist doch nicht doof. Weißt du, was das Hinterlistige an der Sache ist? Er sitzt dann im Podcast, nachdem er dann wieder zurückgekommen ist und Bushido und dies und das, sitzt er dann in seinem Podcast und redet in jeder Folge über Manuelsen. Was für eine Made ich bin, was für dies bin, was für das. In jeder Folge. Ja, aber Bruder, das ist ja seine...
Aber was erwartet man, wenn man denjenigen geschlagen hat? Oder er geschlagen wurde, wie auch immer. Was erwartet man? Erwartet man, dass man das vergisst oder wie? Das ist ein offener Disput nach wie vor. Er wurde gedemütigt in der Öffentlichkeit. Das muss man auch aus dieser Perspektive sehen. Und manche Leute vergessen halt nicht. Das ist halt die Sache. Seinen Klick. Ja, ja. Ist ja auch kein Problem, ne? Aber er macht's auf jeden Fall. Ja. In die ersten drei Male, ich beleidige ihn zurück, aber ich merke einfach, das bringt gar nichts. Mhm. Weißt du? Guck mal, genauso wie er die ganze Zeit Bushido beleidigt hatte und das hin und her ging die ganze Zeit, Manuelsen Bushido, die ganze Zeit über Jahre, genau wie bei Flair und Bushido, Jahre. Warum sollte man jetzt irgendwie von Animus erwarten, dass der das jetzt nicht macht? Warum denn? Ich meine, weil das Kind bei ihm ist sowieso schon im Brunnen gefallen. Bruder, Adab wird angeboren, Bruder. Adab kriegst du in die Wiege gelegt, Bruder. Verstehst du? Kannst du nicht einfach lernen, Bruder. Du wirst damit so. Du wirst damit auf die Welt kommen, Bruder. Ist es so? Ja. Nur das, was ich sagen wollte, ist, okay, du hast jetzt 621 Folgen über Manuelsen gemacht. Alles klar. Hast du gemacht. Er wird auch noch 1001 Mal dieses Thema weiter erweitern und weitermachen einfach. Manuelsen wird weiter Thema bleiben bei ihm. Jetzt, einmal hat er über meine Kinder gemacht, dann habe ich seinen Blocker sperren lassen. Das auch zu Recht, das geht nicht. Über irgendwelche Kinder, Familien reden, da bin ich auf jeden Fall auch der Meinung, das geht nicht. Ich weiß nicht, was da gesagt wurde, wie gesagt, ich verfolge den Podcast nicht. Heißt nicht, dass ich irgendwie disrespekten möchte, den seinem Podcast, aber ich verfolge es einfach nicht. Aber wenn irgendwas über die Kinder gesagt worden ist, dann ist das nicht korrekt. Mit Recht, oder? Mit Hack. Habe ich seinen Podcast sperren lassen. Dann hat er wieder angefangen. Dann habe ich gesagt, okay, willst du dreckig? Du kriegst dreckig. Ich weiß, mit wem du liiert bist. Mhm. Ich habe dir immer gesagt, du weißt auch, mein Schatten fällt weit. Ja. Wunder, mein Schatten fällt weit. Mein Arm ist lang, 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 lang. Ich krieg raus. Wunder, ich krieg alles raus. Ich habe rausgekriegt, mit wem er liiert ist. Mhm. Wo diejenige herkommt. Weiß ich auch mittlerweile. Okay, wenn er es nicht korrekt findet, dass er über seine Kinder hier irgendwie herzieht oder was weiß ich, was Animus gemacht hat, warum macht er dann das ähnlich? Indem er dann in seine Privatsphäre eindringt, guckt dann, wer mit wem er verheiratet ist, wer mit wem er ist, wer das ist und so weiter. Das ist, ey, versteht ihr, was ich meine? Du kannst doch nicht Feuer mit Feuer bekämpfen, so. Wo soll das enden? Das ist ja die Sache. Die reden von Männlichkeit, von dies und das. Für mich persönlich ist das nicht männlich. So wurde ich nicht erzogen und auch von der Straße. So hat man das nicht gelernt. Das macht man einfach nicht so. Und deswegen sehe ich diese ganze Thematik Manuelsen, Streitereien, Beefs sehr, sehr kritisch. Weil oftmals ist er nicht im Recht oder er tut es am Ende so vergeigen, dass er nicht mehr im Recht ist. Das ist nämlich der Punkt. Und er sieht es nicht einmal. Er sieht es nicht. Weil, ja. Wo, was, wie, wann, sogar in welchem Park sie mit ihrem kleinen Hund spazieren geht. Sogar das habe ich rausgekriegt. Sogar Fotos davon gekriegt. Und was hat sie mit der ganzen Sache zu tun oder der süße Hund im Park? Nichts. Gar nichts. Was ich gemacht habe? Ich habe gesagt, okay, Animus, du hast jetzt über meine Kinder, über meine Familie, über mich als Person, über meine Karriere, über dies, über das, du hast dich über alles lustig gemacht. Mhm. Alles, okay? Außer über Kinder, das fand ich einen zu viel. Ja. Das habe ich unterbunden. Ansonsten bist du mir scheißegal und was du redest auch. Mhm. Ne? Aber jetzt ist ein Punkt erreicht, wo ich dir zeigen kann, dass wenn du es dreckig haben willst, Bruder, wir sind ekelhaft. Ich schau auf meine Mutter. Wir liegen auf Tisch. Ekelhaft! Ja. War er nicht derjenige, der gesagt hat, was ist ein Mann, der über andere Frauen redet oder über die Familie anderer redet? Bushido, Marvin California, Animus, ich weiß gar nicht, wer alles noch in der Vergangenheit, aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus möchte. Aber er versteht es einfach nicht. Er versteht es einfach nicht. Auch wenn ihm Unrecht angetan wurde, gibt es ihm nicht das Recht, das so zu klären. Und irgendwelche ihm fremde Personen damit einzubeziehen, wie Animus seine Frau, die damit nichts zu tun hat, die ihm nichts getan hat, rein gar nichts. Ich habe ihm gezeigt, ein Foto, bang, ne? Klick, ein Foto. Ich habe sowieso 1000 Fotos gekriegt von irgendwelchen Kollegen in Dubai. Einmal sitzt er in so einem Burgerladen. Ne, mein Kollege sagt, Bruder, sag mir. Ja. Ich sag, Bruder, bitte nicht. Bitte nicht, ja. Bitte Wallah. Nicht. Ne? Und das haben, also der sitzt im Burgerladen irgendwo draußen abends in Dubai mit irgendeinem Kollegen am Reden, mit irgendeinem deutschen Jungen, sah auf jeden Fall deutsch aus. Und mein Kollege sitzt zwei Tische weiter. Mhm. Ne, mit seinen Shababs. Und der macht so, klick, der schickt mir. Der meint so, Bruder, ist das nicht der, mit dem du Streit hast? Ich so, wo siehst du den? Meinst du, Wallah, der sitzt im Burgerladen neben uns. Was? Ja? Der sagt, Bruder, so. Ich so, Bruder, bitte, bitte nicht. Und ich weiß ja auch, welche Jungs, ja, nee, die ja. können da auch, die können da machen, wenn die, können, die wollen. Die können, die auch können Wirbel, machen. Die hätten Wirbel machen können, aber Wirbel ich sag, Bruder, bitte nicht. Ja, Wallah. So, jetzt kriege ich dieses Foto mit Madame und ich wollte ihm nur zeigen. Ich sag, okay, ich habe noch so viel Anstand, ich kritzel Madame weg. Also man erkennt, dass er mit jemandem ist, aber ich kritzel sie ganz weg, weil es ist Eib. Du hast sie retuschiert. So. Ich habe sie retuschiert, man sieht ja. gar nicht. Okay.
Allein darüber zu reden ist Hype. Okay. Ne? Gar nichts. Mhm. Aber er wird dieses Foto kennen. Ich lade dieses Foto hoch, klick. Ich sag, guck mal hier. Willst du? Willst du? Willst du so weit gehen? Ja. Willst du? Danach geht er in den Podcast wieder rein und sagt so, ja, ich habe schon alles an die Staatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft weitergeleitet und ja, Post wird kommen und dies und das. Ich weiß, er kann nichts machen, weil ich habe nichts gezeigt. Mhm. Das ist ja, nur, wir warten auf den Brief. Das ist nur... Du schlauer Fuchs. Also Manuelsen ist ein Genie. Das ist nur so Angstmacherei. Ja. Weißt du, ich meine? Diese versuchen, Rabadei sein, Eier zeigen. So, das ist nur Angstmacherei. Kommt bei uns nicht an, oder? Ne? Ja. Also ich habe damals, auf dem Studio geholt, habe ich keine Angst vor den Bullen gehabt. Wieso soll ich jetzt Angst vor den Bullen haben für einen Instagram-Post? Ja. Aber ich habe mir gedacht, ich bin so reflektiert genug, dass ich sage, okay, das ist ein Zeichen von, okay, Astapel. Er denkt halt nicht nach, und das ist ein großes Problem sehr oft. Er denkt nicht ein bisschen weiter. Alleine, dass er hier schon das erzählt, dass er so Sachen macht oder gemacht hat, reicht schon völlig aus, dass das gezeigt wird und ihm zur Last gelegt wird für zukünftige Sachen. Versteht ihr, was ich meine? Aber ja gut, Genie, wie gesagt, Genie. Aber er will nicht sagen, okay, ich habe Angst, ich höre auf. Dieses Gesicht will er mir natürlich nicht geben. Ja. Ne? Er hätte auch privat schreiben können, der meinte, okay, Mann, ich habe verstanden, das geht ein bisschen zu weit, scheiß drauf. Mhm. Alles klar, kein Problem. Dieses Verhalten hat mir gezeigt, hat mir das Gleiche gezeigt, nur halt auf seine Art und Weise. Angst, das ist wo ich, ja, wo ich mir dann gedacht habe, okay, das reicht mir auch. Don't start nothing, won't be nothing, Bruder. Fang nicht einen Scheiß an und es wird kein Scheiß passieren. Ja. Und deswegen, so ist es gut. Ja. So ist es gut. Ja. So ist es gut. Deswegen, du bist ja ein intellektueller Mann. Es wäre sehr gut, wenn du in Zukunft einfach ein bisschen reflektierter bist, deine Sachen für dich behältst, uns nicht mehr angreifst, uns nicht diskreditierst. Einfach halt dich von uns fern und Assalamu alaikum. Ja, wallah. Mach dein Ding. Sag dein. Ich höre sogar, wenn gute Hörprobe kommt, vielleicht wir liken, vielleicht auch dich. Wallah, ich teile, ja. So, wir teilen sogar. Aber lass uns in Ruhe. Kein Problem, lass uns bitte, Bruder. Ja. Lass uns bitte, Bruder. Also er ist echt bedeutungslos und langweilig geworden und hängt in seinem Zimmer in Dubai ab. Kann sein. Soll er auch ein schönes Leben in Dubai haben. Sei ihm gegönnt. Wallah, der soll Yacht haben. Ich küsse sein Herz. Hoffentlich seine Limited, die er damals gegründet hat, ist nicht insolvenz gegangen oder gegen die Wand gefahren. Würde ich ihm gönnen. Animus lernt erst, wenn er auch in Dubai erniedrigt wird. Nein, Bruder, wir wollen eigentlich gar keine... Ist gar nicht so der Film hier. Nein, gar nicht. Also das ist gar nichts. Was war für dich so das wildeste Album von dir selber? Nein, wir sind noch gerade beim Thema gewesen. Einmal will ich noch eine Sache von dir wissen, Barnimus. Ja. Was war deiner Meinung nach von dir und der stärkste Track, den der gebracht hat, Bruder? Und was war der Grund, dass du den überhaupt zu dir genommen hast? Bruder, das ist ein starker Rapper, Bruder. Das ist der Grund, warum jeder mit dem irgendwas... Ja, aber wie bist du auf den aufmerksam geworden? Wie kam das überhaupt? Ja, also Animus kennt man doch von damals auch schon, weißt du? Da war ja schon... Man will ja sein Hack jetzt nicht wegnehmen, Bruder. Der war doch damals auch schon am Start. Der beste Song von ihm, meines Erachtens nach, Ich weiß nicht mehr, welcher das war, wo der in diese Lederjacke unterwegs war. Ich schwör auf alles, der sah da auch noch. Der sah wild aus, Bruder. Der Song hat mir auch mega gefallen, aber irgendwie... Ah, jetzt muss man erstmal hier. Warte mal, Bruder, das war schon ein ordentliches Brett, Bruder. Das war schon ein böses Brett, Bruder. Guck mal, was er gemacht hat. Wieso ist er nicht so geblieben? Und jeder will ein Stück von diesem Harakzicht. Man muss ehrlich sagen, er ist heute gegen das, was er selber war, Bruder. Er ist gegen sich selber. Guck mal, wie der war. Guck dir das mal an, Bruder. Guck mal. In der Nacht mit dem Arab. Tadasch. Hände sind voller Hornhaut. Ja. Fäuste sind voller Narben. Kamikaze. Mit dem Kopf. Ja, Bruder, okay, ist schon geil. Ah, dann Max. Normal, Bruder. Wild, aber was hat er gemacht, Bruder? Bruder, der hätte weiterhin so eine Musik machen können. Eigentlich seine Bars, die er auch so macht aktuell, die sind ja nicht schlecht, Bruder. Die sind geil. War's aber schlecht, der hat sein Image einfach komplett gegen die Wand gefahren für nichts, Bruder. Er denkt jetzt, er ist angekommen. Der sitzt doch noch gar nicht im Zug, Bruder. Ich küsse dein Herz, wo will der ankommen, Bruder? Der wartet immer noch am Bahnhof. Walla, immer noch, Bruder. Bruder, ich will ihn auch raten, ne? Aber ich will ihn auch raten, diese Momente, die er hat, diese Fotos, die er teilt, ne? Besondere Moments in irgendwelchen Arenen und so. Er soll nicht vergessen, erstens, die Leute sind wegen Bushido da. Ne? Das ist Bushidos-Dings. Ja. Ne? Gegenfrage, wer würde nicht gerne mit Bushido da an seiner Seite sein, an Bushidos Seite sein, bei den ganzen Konzerten, Auftritten, etc., pp. Jeder hat's versucht, irgendwie an Bushido anzuecken die ganzen Jahre. Müssen wir uns nichts vormachen. Also jetzt darüber so zu reden, dass es ja Bushido sein Verdienst ist, trotzdem ist sein Backup nicht irgendjemand, sondern Animus. Und zweitens, eigentlich, er war kredibiler als Bushido. Ja, so. Aber das ist irgendwie... Bushido hat nur die Gunst des Momentums genutzt. Mhm. Gesagt, okay, der Typ hat jetzt da gekriegt,
Der wird jetzt Probleme haben, Anklang zu finden, so wie ich auch, ne? Und der wird aus auf Rache sein. Mhm. Und meine Reichweite wird ihm dazu verhelfen, Rache zu kriegen. So. Und Bushido ist schlau, er ist smart. Ja. Er hat das ausgenutzt. Er ist Stratege. Und Animus ist drauf reingefallen. Mhm. Animus ist drauf reingefallen. Weil er normalerweise Animus hätte das nach dem Vorfall hätte rausgehen müssen, hätte sagen müssen, okay, ist passiert, ne? Mhm. Runde 2. Welche Runde 2? Wenn er alleine da ist und von keine Ahnung wie vielen da aufgesucht wird und geschlagen wird oder von einer Person nur, was auch immer, was für eine Runde 2, der ist doch alleine. Und jetzt soll mir noch einer sagen, es wäre fair abgelaufen, hätte Animus 1-1 gemacht gegen irgendeinen von denen. Real Talk. Denkt ihr wirklich, wenn er gewonnen hätte, wären die nicht auf ihn draufgegangen? Denkt ihr das wirklich? Nein, ganz sicher nicht. Los geht's. Ja? Mich abfangen irgendwo. So. Ja, was jetzt auch nicht sein muss, dass sie euch alle gegenseitig auf der Straße bekriegen. Nein, aber guck mal, wenn einer kriegt, dann rechne ich damit. Ja? Okay, das kann zurück, das gibt ein Bummer-Echo. Mhm. Weißt du, ich meine? Ja. Oder dissen. Oder mach irgendwas. Ja. Mach irgendwas Cooles. Klär das so, wie du es auch angekündigt hast. Verstehst du? Wenn mach. Und er hat halt keinen Bock, die ganze Sache auf Straßenebene zu klären, so wie er es auch schon gesagt hat. Dass er halt nicht auf diesem Niveau ist und keinen Bock auf Straße hat, keinen Bock auf diese Kennex hat. Genau das sind doch seine Worte. Und jetzt nochmal, das ist doch nachvollziehbar, oder? Wenn er nur seine Musik machen möchte und keinen Bock hat auf diese ganzen Sachen in seinem Alter, er Familie hat, an seine Familie auch denkt und ihm das Ganze nicht wert ist. Für was? Für was? Relativieren das Ganze. Es hat keinen Wert. Er hat nichts davon am Ende vom Lied. Aber wie gesagt, Van Nuylsen wird das nie verstehen, glaube ich. Niemals. Mach irgendwas. Und dies und das. Hau mich kaputt. Ja. Ich habe kein Problem damit, Bruder. Ich lag K.O. da im Ring, Bruder. Hast du mich rumheulen sehen? Ich bin aufgestanden, ich habe gesagt, Ram, Eiri, mal Eiri. Wir sind für einen Kampf bis nach Albanien gefahren, bis nach Tetovo. Mein Spaß, mir interessiert doch keinen. Ja. So. Ich glaube, der Mann hat sehr, sehr viel verloren, Wallah. Ja. Er hätte das alles nicht verlieren müssen. Lass die Bullerei weg. Mhm. Lass die Bullerei weg. Du weißt doch, wo ich wohne. Du weißt alles von mir. Nicht nur das, wenn du groß ankündigst, auf die Brust haust und Chalas komm und ich mach dies und ich mach das und dann so. Das war auch natürlich nicht korrekt, muss man hier nichts irgendwie schönreden. Er hat eine Ansage gemacht gegen Manuelsen, hat seine Brust rausgestreckt und schön auf seine Brust getrommelt und hat gesagt, komm her, ich bin hier und hin und her. Er hat das natürlich rausgefordert, ja. Aber wie gesagt, hätte Manuelsen so direkt handeln müssen, meiner Meinung nach, nein. Das hätte man auch anders klären können. Aber jeder so machen, so wie er will. Und am Ende muss man halt mit den Konsequenzen rechnen, dass der ein oder andere auch dann zur Polizei geht. Was willst du machen? Reagierst, Bruder, ist scheiße. Wenn du vorher rausgehst und sagst, ey, hör mal zu, ich bin ein Rapper, ich mach meine Kunst, ich will kein Beef, bitte so, chalas, dann okay. Wenn dann irgendwas ist, ich kann's verstehen, Bruder. Aber geh nicht raus, mach nicht auf Kapadei und dann hinterher, du bist zur Katze. Ja, schade, er hätte das alles nicht machen müssen. Schade, ja. Er hätte das ist alles halt nicht machen müssen. Da machst du nichts, Bruder. Meines Erachtens nach, die Dinger, die du mit Bushido gemacht hast, sind alles schlechter als das, was er vorher gemacht hat. Ja, und auch alles, was er alleine macht, finde ich besser. Aber es hat ihnen mehr Geld eingebracht, mit Bushido zusammenzuarbeiten bis jetzt, wie man ja von ihm gehört hat. Also, Plus ist besser als Minus. So. Welcher Track war das, Bruder? Bruder, was? Ah, ich weiß welches. Mit mir zusammen das? Ja, genau. Das hier. Guck mal, Dadosh, du bist doch ein intelligenter Mann. Brachial. Guck mal, was du damals gedreht hast und guck mal, was du heute bringst, Bruder. Dieser Song ist größer als jeder Song, den er mit Bushido gemacht hat. Guck selber, Wallah, mach dein Auge. Also von der Wertigkeit. Nee, ja? Ich komm mit giftigen Pumpniggern auf der Suche nach Stunkniggern. Vier Nigger machen dich zum Hund, Nigger. Von Niggern aus dem Kongo mit deiner Schlampe erst. Bruder. Dadosh, Brass, Blas, Dadosh, Brass, Blas. Dadosh zieht, Dadosh lagt, Dadosh zieht, Dadosh schießt, Dadosh. Kein Funken Empathie, Dadosh. Und deine Körperteile passen durch den Sieb, Dadosh. Kreislauf, Dadosh, Basslandsmänner, scheiß auf, Dadosh. Großer Dadosh, schon sein Fleisch raus, Dadosh. Mit Mastochiar, Dadosh. Und gebe deiner Schlampe nachts mein Chiar, Dadosh. Dadosh, Brass, Blas. Mein Chiar Dadosh. Warum? Wo sind diese Bars, mein Bruder? Warum? Das war schon. Warum hat er das alles weggeschmissen? Guck dir nur dieses Bild an, Bruder. So, warum hat er das alles weggeschmissen? Bei Gott, guck mir, was du heute stehst, Bruder. Bei Gott, wir hätten alles gefickt. Warum hat er das gemacht? Ich glaube, die Zahlen haben den verrückt gemacht. Leute auch von Einfluss, was auch immer. Aber ich kann es nicht so gut nachvollziehen, weil er ist ein, wie gesagt, er ist nicht dumm, weißt du, was ich meine? Er weiß doch, was er tut. Nein, er hat sich blenden lassen, ganz einfach. Er hat sich blenden lassen. Er hat sich von Bushido, diesem Köter, blenden lassen. Ein Chiar zu Gurke.
Ja, egal. Was ist der Auslöser für euren Beef? Ronin war auch krass. Ja, guck mal, Ronin will ich jetzt auch nicht zu schlecht reden, war okay. Müll. Findest du? Ich fand's so okay, so, jetzt nicht so schlecht. Müll. Das hat, wenn du die Essenz von... Ronin war stark. Ronin, der Track von Bushido und Animus war stark. Ronin. Wir sind Ronin. Halt deine Fresse. Guck mal, was wir da gemacht haben. Guck mal hier wieder. Animus Podcast. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Was fandet ihr besser? Ronin oder das, was er eben gerade gezeigt hat? Ich persönlich finde Ronin. Ob Video, Atmosphäre, alles. Texte, Beat. Ronin. Der Dragon droht und droht Animus. Jetzt musst du überall sagen, oh, er droht mir wieder. Damit die Leute denken, oh, Manuel droht mir hier. Bruder, weißt du, was ich am meisten nicht verstehe? Wie kann er von diesem Gesicht, von dieser Stadt, von das hier, wo war das gerade? Zurück. Ich küsse dein Herz, Bruder. Nein, du bist ganz woanders. Scheiße, egal. Mit diesem Volk da. Ich küsse dein Herz. Wie bist du von das hier? Wie bist du von diesem Krapadei, Bruder? Zu das hier geworden. Ich, Bruder, I don't know. Für mich persönlich sehr sympathisch, wenn jemand eher lächelt, als irgendwie da böse in die Kamera schaut. Meine persönliche Meinung. Wallah. I don't know. Egal. I don't know. Und Real Talk, ich denke persönlich, dass Animus auch glücklicher ist mit seiner aktuellen Lage, als wenn er überlegen würde, wo er heute wäre mit Manuelsen. Real Talk. So. I don't know, Bruder, I don't know. Kann ja auch trotzdem immer noch gute Werte vermitteln, aber man muss ja nicht komplett seine Legacy über den Bord schmeißen, Bruder. Boah, das ist auch so ein Ding. Bitte nicht. Nee, ich sag ja. Bitte nicht. Plan CCN 5, taugt die Idee was? Ey, ich hab gestern mit Gia darüber nochmal gesprochen, wer CCN 5 eigentlich der beste Kandidat wäre, ne? Wer denn? Was wäre deiner Meinung nach? Wolle oder AK aus der Kontrolle? Ich schwöre auf meine Mutter, du. Ich? Bruder, du CCN 5 mit Flair? Allahu Akbar, Deutschland steht still. Bushido tanzt auf Kopf. Alle gehen Knockout, Bruder. Ich sag dir jetzt schon mal. Komm. Nein. Komm, Flair. Ich schwor auf meine Mutter, Bruder, als mir das gestern durch den Kopf gegangen ist. Bruder, Flair und Manuelsen zusammen CCN 5. Der Gedanke nur, Bruder. Fickerei, Bruder. Genau so eine Aktion wie mit, wie war das nochmal, mit Massiv? Ja. Massiv hat ein Album gemacht mit Manuelsen zusammen. Ist auf jeden Fall sehr erfolgreich geworden. ja, klar. CCN 5, vor allem CCN. Ey, lasst euch doch neue Titel einfallen. Was für CCN? Schöne Grüße nach Berlin. Ihr wisst Bescheid, Bruder. Ich liebe den Song, Walla. Immer noch. Der hat doch immer einen geilen Vibe, Walla. Ja, immer noch Sibbe. CCN 5 mit Manuelsen, das würde einiges auf den Kopf stellen. Bruder, ein krass hartes Album. NRW und Berlin. Bruder, das sind sowieso die Hauptmetropolen von Rap in Deutschland, Bruder. Frankfurt am Main, mein Freund. Es ist einfach so. Berlin und NRW, Bruder. Hier. FFM. Der Ruhrpott, du weißt selber. Und ich sag dir nur eins, jetzt nur vom Gedanken her. Wenn das nur der erste Song rauskommt, Bruder. Was denkst du, wie die Leute zu Hause sitzen werden? Vor allem genau die, Bruder. Die sitzen so, die essen, die beißen auf Steine, Bruder. Oder bring mich nicht auf Gas, Bruder. Voila, Bruder. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Würde es erfolgreich werden, Manuelsen und Flair? Ich denke, nein. Ich sag dir ehrlich, jetzt ohne Spaß. Auch nichts gegen Saad. Ich küsse Saad sein Herz. Schöne Grüße, mein Bruder. Auch ein schönes Projekt, was ihr macht. Aber CCN 5, normalerweise, wenn ihr richtig auf Kopf stellen wollt, muss eigentlich mit Manu sein. Weil eigentlich, Walla. Er hat auch CCN 4 mit Bushi mit Animus gemacht, oder nicht? Guck mal. Eigentlich ja. Bruder. Da passt auch wirklich, muss ich sagen, da passt Flair mit Saad besser zusammen. CCN 5. CCN 5 wäre besser mit den zwei als Manuelsen mit Flair. Auf gar keinen Fall. Ja. Danach sollen die beiden Alben gegeneinander halten. Gegeneinander. Einfach direkt, straight gucken. Nein. Das wäre ein geistkrankes Ding. Walla. Überleg doch mal selber, Bruder. Soll ich die Scheiße anleiern? Ich schwöre, wäre das nicht krass, Bruder. Soll ich die Scheiße bitte anleiern? Bitte, mein Bruder. Bitte, Walla. Pass auf jetzt. Ihr seid Live-Zeuge, okay? Guck mal, wir sind hier gerade in Twitch und ich habe sowas in meiner 20-jährigen Karriere noch nie gemacht. Ne? Weil ich mir immer ein bisschen zu cool vorkam. Aber ich mein's ernst. Blair, guck mal, CCN 4 wurde gemacht. Mit wem CCN 4 gemacht wurde? Ne? Komm, CCN 5. Komm, CCN 5. Wallah, komm. Deutschland brennt, Bruder. Das sollen deine Einnahmen sein. Ich will keine Einnahmen haben. Ich will's nur zeigen, wie man's richtig macht. Ich will nix haben. Ich will kein Geld haben für CCN 5. Komm. Die sollen nachher die beiden Alben gegeneinander halten und zeigen, wer die Mother...
Ja, am besten wird noch gesungen auf CCR5. Auf CCR5 mit Autotune am besten nach Manuelsen. Fucker sind. Komm, ich schwör dir bei Gott, komm runter. 2 Wochen, wir haben mein Album. Ich sag dir, Bruder, ich bin Max davon überzeugt. Max. Die Leute haben auch Bock darauf, auf jeden Fall. So, natürlich so, dieses Dings ist schon mit Zart angekündigt und so, tamam, okay. Aber ganz ehrlich, ihr wisst selber. Ja, das war das Video, Leute. Was soll ich euch sagen? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Vergesst nicht, das Video zu liken, zu kommentieren, wirklich eure Meinung zu sagen, eure ehrliche Meinung, auch kritische Meinung zu sagen. Und vergesst nicht zu abonnieren. Ihr seid die Besten. Yalla, bis zum nächsten Video und ciao, 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 ciao.